Wir machen einfach mal weiter. So, weil hier stehen jetzt so viele Sachen in der Gegend rum, da muss einfach immer fix was wachsen. Schade, dass man mit den Setzlingen hier noch nicht wirklich groß was anfangen kann, außer sie irgendwo zu setzen. Schade. Das würde ich mir von Minecraft auch noch wünschen, dass man so echt Maschinen noch, ja, so wie in dem, wie bei Forestry mit Biodiesel versorgen kann, was man dann aus diesem ganzen Zeug hier machen kann. Das würde mir hier echt noch fehlen. So ein bisschen was Technisches bei Minecraft mit rein. So, und das hier werden wir demnächst wegrupfen. Unsere kleine Plantage da, die muss dann auch weichen. Und dann kommt nach da raus, werden wir dann nämlich unsere Viecher alle setzen. Das dann aber erst, wenn es wieder heller wird. Und dann müssen wir auch noch die Hühner so ein bisschen automatisieren, dass die Eier gleich irgendwo zentral gelagert werden. Gut, deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, mit Blick auf unsere schicken neuen Schafe, sage ich bis später, tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, für heute habe ich mir mal vorgenommen, dass wir hier vielleicht mal unser Haus ein wenig verschönern, und zwar mit den, ja, mit den Eichenholzstämmen, die wir letztes Mal aus unserer kleinen Baumplantage hier rausgeholt haben. Jetzt, dazu möchte ich jetzt aber erstmal diesen ganzen Blödsinn hier noch über Bord werfen. Den brauche ich nämlich gerade nicht. Eichenlaub und Tropenlauf war das sogar. Sieh mal einer an. Was haben wir hier noch, was ich jetzt gerade loswerden kann und möchte? Eigentlich nichts. Äxte habe ich auch noch ein paar da. Da will meine Katze gerade wieder Aufmerksamkeit, weil sie gerade mega rollig ist. Ja, gut, ich würde sagen, wir fangen gleich mal hier drin an. Und zwar möchte ich nämlich die Ecken nämlich so ersetzt haben. Jetzt ist die Frage, kriegt er das vernünftig hin oder kriegt er das nicht hin? Er kriegt es vernünftig hin. Dann machen wir jetzt hier nämlich immer schön die Eckpunkte aus diesen, ja, aus diesen schicken Hölzern, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die Aufnahme dieses Mal gehen wird. Ich habe nämlich nachher noch ein bisschen was anderes vor. Wollte nämlich mal wieder ein bisschen WoW spielen. Habe ich jetzt gerade wieder für mich entdeckt. Mal gucken, wie das dann so wird. Ob das immer noch so einfach aussieht, wie es eigentlich wirklich aussieht. Aber das müssen wir dann sehen. So, mal hier noch einen draufsetzen. Das sieht doch auch schon mal sehr schön aus. Draußen wird es gerade hell. Das passt mir sehr gut in den Karam. Müssen wir hier nochmal eben rein. Zack. Die hier möchte ich nämlich auch weggerissen wissen hier. So. Damit haben wir das. So, über der Tür. Da werden wir demnächst auch nochmal. Hier können wir eigentlich das auch machen. Schon richtig schön. Dann möchte ich die aber anders setzen. Und zwar werden wir das mal so machen, dass wir diese hier, ja, so setzen und den möchte ich so quer drüber setzen. Dann sieht das nämlich aus wie gewollt, was es ja auch ist. So, das ist doch mal eine schicke Eingangstür. Die gefällt mir wesentlich besser als das, was wir hier vorher hatten. So, was müssen wir denn jetzt noch wegreißen? Von außen, das können wir hier so lassen. Das sieht aus, wie, als wenn das so soll. Halt, nach unten ist offen, genau, so. Da spaddelt einer im Wasser durch die Gegend. Theoretisch müssten wir den hier komplett rausreißen. So wie ich das gerade jetzt sehe. Jetzt hat sich nämlich die Falltür gerade verabschiedet. Und dann wollen wir jetzt mal zusehen, dass wir... Ja, so war das jetzt nämlich gerade nicht geplant. So wollte er das haben. Einen höher wollte er dann nämlich hin. Huch, da ist er runtergefallen. Den da hin. Und den da hin. Und dann sieht das jetzt auch schon wieder aus wie gewollt. Wenn wir näher das Mikro positionieren...
So, da oben möchte ich nämlich die oberste Kante komplett quer haben. Nimmst den quer, hast du mehr. So, wo ist die Falltür? Da sind die Leitern. Die müssen wir hier wieder ransetzen. Irgendwie erstmal. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und jetzt ist die Falltür verschwindibus. Nein, da ist sie. Die setzen wir da wieder ran. Und jetzt sollte das wieder funktionieren. Sehr schön. Gut, dann gehen wir hier gleich mal aufs Dach. Ich hoffe, wir haben noch genug Baumstämme dabei. Das ist Eichenholz und das ist auch Eichenholz. Sehr schön. Stapeln wir das eben mal neu. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir uns hier hochgehüpft bekommen. Hochgehüpft bekommen, ja. Meine Deutsch ist wahnsinnig gut, ey. Bauen wir uns hier erstmal hoch. Holz haben wir ja genug erstmal. So, der muss... Da dreht meine Katze gerade wieder durch. Nein, dieses Mal ist es der Kater. Immer noch. Dann werden wir das jetzt hier mal raussetzen. Ist ja, ja, das ist jetzt gerade ein wunderschönes Bild. Ein wahnsinnig kleiner Karton und mein fetter Kater. Wer Katzen hat, weiß, was das bedeutet. Ja, da hat er sich gerade vor seiner eigenen Courage erschreckt und meinte dann mal eben schnell verschwinden zu müssen. So, da muss er hoch. Und der muss hier so. Und den müssen wir mal zusehen, dass wir den da reinkriegen. Da muss auch einer hin. Das hätte ich erstmal lassen können. Das hier hätte ich dann auch ganz gerne vernünftig mit Holz gemacht. Sieht noch etwas merkwürdig aus. Man wird sich aber irgendwann dran gewöhnt haben. Jetzt muss ich mal... Nein. Da wollte ich eigentlich im Fallen das Ding gesetzt haben. Leider hat es gerade da ganz dumm geruckelt. Nee, die nimmt er nicht weg. Das war gerade der Test. Ansonsten wäre mir gerade das Haus nämlich zusammengefallen. So, dann nehmen wir diesen hier mal weg. Und zwar nicht mit dem Weizen, sondern mit der Axt. Kriege ich den hier hingesetzt? Den kriege ich ja hingesetzt. Sehr schön. Den nehme ich auch mal raus. Und dann können wir das jetzt hier nämlich weitersetzen. Und dann geht das hier lang. Dann rahmen wir unser Haus jetzt erstmal richtig schön ein. Da ist das schon drin, das sollte so bleiben. Die nehme ich aber trotzdem nochmal weg, das ist einfacher zu bauen für mich. Und da tropfen wir auch raus, sofern uns nicht die Äxte ausgehen. Na, kommst du hier, so. So, wollen wir mal gucken. Ja, der war jetzt nämlich nicht so geplant. Obwohl, das hier können wir eigentlich auch, das können wir eigentlich hier erstmal wegnehmen hier. Das ist gerade eigentlich nur störend und, eigentlich bis dahin kann das erstmal weg. So, der kann raus und dann geht er hier weiter. So, hier wollen wir auch gerade nach unten. Das bauen wir jetzt auch mal gleich hin. So, halt, nein. Den bitte nicht dort, sondern jenen bitte nach hier. Jetzt ruckelt er sich wieder ein zurecht. Das klingt etwas pervers. So, ach halt, da müssen wir auch ganz nach unten durch. So, und dann gehen wir jetzt mal von hier aus bis nach hinten durch mit dem schicken Baumstamm hier. Ja. Und im Moment ruckelt es in einer Tour und ich weiß nicht wieso. Hier muss ich auch nach unten. Wieso nehme ich eigentlich immer den Weizen, wenn ich nach unten will, verdammte Axt. Ich muss doch die Axt nehmen, verdammter Weizen. So, wollen wir mal einmal bis da müssen wir ran. So, und gerade ist das Ruckeln echt nicht mehr feierlich. Ich werde einmal die Aufnahme unterbrechen und gucken, was da los ist. Bis gleich. Ja, was da jetzt die Aufnahme so verruckelt hat, weiß der Geier. Ich weiß es jedenfalls nicht. Hier müssten wir eigentlich...
Das machen wir mal anders. Ich nehme den hier mal weg. Den auch. Und dann würde ich jetzt gerne nämlich hier, ouch, so eine, ja, jetzt haben wir nämlich kaum noch Baumstämme. Die müssen wir dann gleich mal wieder besorgen gehen, fürchte ich. So, den da. Und dann schleichen wir uns hier mal an die Kante und setzen das Ding da wieder rein. Gut, dann haben wir die Seite jetzt nämlich schon mal fertig bis hier. Jetzt werden wir diese Seite mal rausrupfen hier noch fix. Und hier muss man auch noch nach unten. So, den hier so. Und dann geht das hier noch weiter, bis wir dann drüben angekommen sind. So, und jetzt hat er nämlich kein Holz mehr. Sehr schön. Ja, das ist doof gerade, dass der sich so setzt. Das will ich nämlich gar nicht. Soll heißen. Ja, sehr schön. Ich merke schon, das haben sie geändert mit dem Setzen der Holzstämme, dass sie sich dann anders drehen. Das finde ich so auch viel. Ja. Knallt er sich mal wieder den Kopf vor die Tür. Die Tür vor den Kopf. Finde ich so viel besser, muss ich sagen. Alter, das ruckelt ja nur heute. Was ist denn los? Die Festplatte ist am Aufnehmen wie bescheuert. Ich weiß nicht, was das soll. Aber. Das war mal effektiv, sage ich jetzt mal. Ah, die gelten also als Blöcke. Also als. Ja. Und jetzt müsste er den weg haben. Und jetzt hier noch den letzten, bitte. Die gelten für diesen Mod, womit ich am Baum befällen bin, also als massiver Baum, als ein Baum anscheinend. Und hier wächst schon wieder was. Wenn wir jetzt gleich nicht genug Holz haben, weiß ich auch nicht mehr weiter. So, jetzt haben wir keine Axt mehr, das ist doof. Steckt er gleich im Baum fest hier. Ich muss gleich echt die Aufnahme abbrechen. Das Geruckel, das ist echt nicht mehr feierlich hier. Das geht gerade gar nicht. Ich werde das jetzt einmal abbrechen und ich werde jetzt einmal den Rechner neu starten und dann sehe ich weiter. Bis gleich. Tschüss. So, da ist er wieder. Ich hoffe, der Neustart hat jetzt was gebracht. Das werden wir dann gleich sehen. So, jetzt muss ich mal zusehen, dass wir hier noch eine Axt erstmal an den Mann hier bekommen. Damit wir noch ein bisschen was an Holz zusammenbekommen gleich auch noch. Und vor allem müssen wir... Wo kommst du denn her? Schaf. Hier rein. Jetzt. Schaf. Kommst du? Ja, dreh mir nicht den Arsch zu. Dann machen wir das ganz einfach. Und jetzt fängt das wieder an zu ruckeln. Ich weiß nicht, was das soll. Die Festplatte ist am Ackern, am Ackern, am Ackern. Das kann gar nicht so viel sein hier normalerweise. Das hat er vorher noch nie gemacht. So, jetzt wird das auch schon wieder Nacht, habe ich gerade das dumme Gefühl. Ach, wir haben ja immer noch keine Axt, da war ja was. Zack, eben mal wieder hoch hier und dann machen wir erstmal eine Axt jetzt fertig. Haben wir noch irgendwelche Löcher hier drin, die wir erstmal stopfen müssen? Nee, scheint nicht so. Huch. So. Haben wir denn noch Eisen? Haben wir Eisen? Wir haben bestimmt Eisen. Wir haben Eisen. Sehr schön. Wir haben auch noch die Stöckchen. Haben wir auch noch da. Machen wir uns erstmal ein paar mehr. Wenn wir gerade eins haben, ist das Eisen. Und Setzlinge. Und den packen wir auch noch ein. So. Haben wir das. Ja, jetzt wird das schon wieder Nacht da draußen, verdammt. Das heißt für uns das Signal, dass wir mal eben hier in unseren schicken Garten gehen und anfangen zu ernten. Und zwar mit der Axt. Macht mal hier so. Aber mal mit der Axt auf dem Melonen rumhauen, dann alles gut.